Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, ich habe jetzt Daten, Zahlen und Fakten, was den Community-Clan angeht, und ich kann mich tatsächlich in der Woche hinsetzen, weil ich nämlich Urlaub habe, aber hinsetzen, um mit euch in der Woche den Community-Clan zu spielen, finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe also ein Datum, ich habe so ein bisschen so die kleinen Aufnahmekriterien, also was sollte man mitbringen. Ich bin froh, dass ich das jetzt erstmal noch so gefunden habe und so kurzfristig jetzt eigentlich hier einbringe. Ich wusste es jetzt eigentlich schon ein, zwei Tage länger, war mir aber noch nicht sicher, weil ich noch so ein paar Randsachen abklären musste. Bin mir jetzt aber ziemlich sicher, dass wir am 12.12., ja, am 12.12., nicht um 12 Uhr mittags, sondern irgendwann abends, 18, 19 Uhr, da lege ich mich noch nicht ganz genau fest, mache ich diesen Clan auf. Wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht, ob das dann ein Livestream wird oder ob das eine Folge wird, wo ich in jedem Fall dann natürlich an dem Abend im Discord bin und auch natürlich in dem Clan herausfordere. Ihr werdet ihn gleich sehen. Aber ich habe euch mal einen schönen Farmangriff festgehalten. Die Kobold-Gang hat hier nahenlos zugeschlagen. Und ich hätte es fast verpennt, dieses Video hier noch zu machen heute Abend für euch. Denn ich war heute Abend so ein bisschen im Discord, habe mich da total festgequatscht und habe die ganze Zeit gesagt, ich muss noch ein Video machen. Ich habe noch nichts, weil ich ja immer sehr zeitnah eigentlich auch abdrehe. Und wir waren dann da so 5-6 Leute, also danke nochmal Zocker, Thiele, Mourinho war da, Nico war da, der Mario kam leider nicht rein, aber war eine schöne Runde und nette Gespräche, also kommt ruhig mal und besucht den Discord oder meinen Discord-Server, meinen Discord-Channel, kommt da ruhig rein, addet mich als Freund hier, ich nehme euch an und dann können wir gerne mal so ein bisschen zusammen quatschen, meistens natürlich abends, und ich verlinke jetzt aber auch mal meinen Discord unten in meiner Beschreibung, dann habt ihr den mal und ihr habt auf jeden Fall schon mal ein Datum, also 12.12. irgendwann in den Abendstunden. Und ja, ich will jetzt nicht alle reinlassen, also viele machen sich dann unter Umständen einfach einen neuen Account und joinen dann den Clan damit. Wir wollen natürlich einen Clankrieg spielen, also kein Freundschafts-Clankrieg, sondern wir wollen einen richtigen Clankrieg spielen gegen einen anderen Clankriegsgegner, und dementsprechend solltet ihr also mindestens Rathaus 6 sein. Ich glaube, drunter, na, dann wird's für diesen 50er schon ein bisschen grenzwertig, aber ich denke mal, mit dem Rathaus 6 finde ich doch reichlich bei uns aus der Community, und ich würde sagen, den nehme ich mal nebenbei mit, also lasst euch hier nicht stören von mir. Und von daher glaube ich, ist das eine relativ coole Sache. Wir werden also mit Rathaus 6 starten und ich werde auch wieder den ein oder anderen Vize am Start haben vorher schon, die natürlich auch CK-tauglich und fähig sind, um das Ganze so ein bisschen zu regeln, weil so ganz alleine kriegst das, ja, ich denke mal, das kriegt man auch hin, aber ich will da natürlich nicht stundenlang mit verbringen, mit Bases bewerten und so weiter. Ihr solltet auf jeden Fall keine Clankriegssperre haben, denn wir wollen noch in dem Abend suchen. Das hat halt den Charme, dass wir vor allen Dingen bei True Warriors 1 am Wochenende einen großen Clankrieg spielen wollen. Ich würde gerne noch die Adler-Diff mitnehmen, muss ich sagen. Einen großen Clankrieg spielen wollen. Und deswegen ist der Start ja am Dienstag. Und wenn wir am Dienstag starten, haben wir am Mittwoch und Donnerstag auf jeden Fall CK. Ich werde ein- oder zweimal streamen. Das kann ich tatsächlich noch nicht genau sagen, wie ich dort vorgehe. Aber was ich ganz, ganz sicher sagen kann, dass ich jetzt gerade mal schnell meine Loons noch wegtroppe. Ich möchte nur die Adler-Dev haben, denn da fehlt mir noch so ein kleines bisschen am Erfolg. Mehr will ich gar nicht haben. Und kriege ich sie jetzt endlich? Oh, wann ist denn die weg? Oh, die hat ganz schön viele Hitpoints. Aber jetzt ist sie weg. 48% gewinnen wollte ich hier sowieso nicht. Denn ich wollte gleich ein bisschen mit meiner Truppe hier anfangen zu üben. Also Rathaus 6 hatte ich gesagt. Und keine CK-Sperre und bitte 2 Angriffe, sonst Kick. Ist natürlich ein Scherz. Ich hoffe, es geht keiner. Es gibt sicherlich wieder die Scherzleute. Also wir suchen natürlich auch in den oberen Bereichen, also RH7, RH8, RH9, RH10 und RH11 auf. Denn wir brauchen unter Umständen ein paar Max-Truppenspender. Ihr wisst, ich kann euch bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine Max-Truppe zur Verfügung stellen, außer die Bola. Na,
Die Hexen wird noch grenzwertig bei mir, glaube ich. Alles andere ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich denke mal, wir werden auch ohne Max-Truppen in diesen CK auskommen. Ich blende euch aber jetzt mal die Tech von dem Clan ein, denn ich habe mir den Clan mal als Bookmark fest und weggelegt. Den musste ich erstmal suchen. Da muss ich erstmal gucken, wie hieß er hier. Das sind die Herausforderer. Das ist die Clan-Tech RVV2CUV8. Das ist die Clan-Tech Community Clan Toto Clash. Grüße Thorsten. Und es gibt hier im Moment nur einen Schaden drin, das ist nämlich einer meiner wirklich little Accounts. Ich glaube, der liegt auch auf der Seite. Ja, und ihr seht das, wie lange ich mit dem nicht online war. Ja, der hatte immer noch die Ramböcke. Und da musste ich jetzt erstmal mit reingehen, den Clan hier so ein bisschen aufräumen und das Dorf hier auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Aber das ist der Clan. Ah, jetzt ist das Tech. Ah, doof. Jetzt ist das Tech wieder weg. Also es ist hier unten. Ich lasse euch das ein bisschen länger eingeblendet. Ich denke, die 600 Trophäen sind in Ordnung. Die 600 Trophäen aus dem Nachtdorf mache ich noch weg. Zu dem Zeitpunkt, da mache ich den Clan auf. Er wird auf Invite Only stehen, damit wir so ein bisschen checken können, wer ist es, wie sehen die Bases aus. Also diese Super Total Rusher, ich weiß nicht, ihr kennt meine Dorfbesuchsfolgen. Und ich hoffe, dass halt viel aus meiner Community dort mit reinjoinen können, mit halbwegs vernünftigen Accounts und wir ein bisschen Spaß haben. Im CK, im Clan, ich werde ja mit dem Thorsten hier reinjoinen, der geht dann auf jeden Fall raus dort und ich muss sagen, ich freue mich schon tierisch, hat jetzt ein bisschen gedauert, war letztendlich die zeitliche Planung, ja, wann machst du es, wie machst du es, kannst du dich wirklich hinsetzen zum Stream oder geht das nicht? Das waren letztendlich die Kriterien, die mich so ein bisschen herausgefordert haben, aber ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass das wird eine coole Sache und ich freue mich in jedem Fall, werde noch die eine oder andere Info sicherlich auch am Samstag im Livestream bekannt geben oder vielleicht auch noch am Sonntag im Video, ich muss mal schauen. Was ich aber noch klarstellen wollte aus meinen Kommentaren von einem YouTube-Kollegen, der da geschrieben hat, das Matchmaking wäre ja so angepasst, dass immer wenn man ein Punkt-5er-Dorf hat, man die doppelte Anzahl an Punkt-5er-Dörfern vom Gegner wieder kriegt. Ich meine, für wen zählt das jetzt? Für uns oder für den Gegner? Für den Gegner oder für uns? Ich kann dir versichern, es ist nicht so, denn ich hatte ja gesagt, wir haben in diesem Clankrieg hier auf unserer Seite bis zum Garagus Rathaus Elva. Der Garagus hier ist unser einziger Punkt-5er. Alle anderen Accounts hier oben, alle Elver, alle 10er, alle 9er, alle 8er, also alles das, was wir bis unten hin haben, sind keine CK-Accounts. Das muss ich an der Stelle einfach mal betonen. Und auch keine Punkt-5er-Dörfer. Und der Gegner hier hat hier wirklich auf dem anderen Ende von den 25 Bases. Ich meine, wir spielen einen 25er CK und der Gegner hat 21 RH11er und hat 3, 4 RH10er sind es, glaube ich. Ich glaube, die hier unten sind auch alles RH11er. Und wenn wir mal schauen, ich meine, das Dorf hier, den hat jetzt bei uns schon 9er machen müssen, weil ein 8er hier schon nicht durchkommt. Aber der ist natürlich, ja, der ist von den Helden her schwach, aber er hat 6er Drachen. Also der kann schon relativ hoch angreifen. Und das ist hier unten auch gar nicht mal so krass Pappe, was die hier am Start haben, die Gegner. Also hier seht ihr 11. Ich spule einfach mal ein bisschen weiter, um das mal wieder so ein bisschen zu hinterlegen. Also so eine Aussage, ich kann sie einfach nicht stehen lassen, Kollege. Denn es ist nicht so. Das müsste auch irgendwo geschrieben stehen, dass plötzlich die Punkt-5er Dörfer hier gewichtet werden. So nach dem Motto, so Gegner, du hast also einen Punkt-5er, dann präsentiere ich dir zwei Punkt-5er von mir. Wie soll das bei uns gehen? Wir haben ja nur einen. Ja, also das funktioniert schon mal gar nicht. Das sind die 10er hier und ihr seht, die haben auch Infernos. Und dann kommen wieder die 11er hier ohne Adler mit RH10 oder RH9 Dev. Und hier gibt es also keinen, der drunter ist, unterm RH11. Hier wirklich ein reiner Clan, nur RH11 und RH10, dem wir hier gegenüberstehen. Also ich habe gar nicht mal so unsinnig, glaube ich, geredet. Ich wollte es einfach nur mal klarstellen. Nicht, dass mich das gewurmt hat. Es hat mich natürlich gefreut, dass der Kollege das geschrieben hat. Aber ich glaube, die Gewichtung ist an der Stelle denn nach wie vor in der Defense und nach wie vor, glaube ich, auch nicht beim Warden oder sonst wo. Also echt ganz komisch. Und
Wir haben aber trotzdem, glaube ich, hier schon mal, ja, wir haben den einen oder anderen schönen Kampf hier schon mal festhalten können für euch. Ich muss mal eben schauen, das ist der Gara hier. Aber ihr seht, wie es hier abgeht. 12 auf 14. Also unser Punkt 5er auf diesen Punkt 5er. Ja, das nervt mich so, dieses Punkt 5er Gelabere. Und mal sehen, wie er sich hier geschlagen hat. Also im Moment sieht es eher mau aus, auch in diesem CK hier. Das liegt einfach daran, dass uns ein bisschen Angriffe fehlen. Vor allen Dingen im unteren Bereich sind wir 3 Achter und ich glaube 4, 5 RH9er. Die können dann gar nicht mehr so super hochgehen. Und die reißen natürlich auch nicht unbedingt was bei diesen Engineered Bases, die dann schon alle etwas größer sind. Irgendeine Def haben sie ja aus ihrem Rathausbereich. Also ich habe eben schon im unteren Bereich gesehen, dass da natürlich Infernos auf Rathaus Level 11 Status aufploppen. Und die Base entsprechend groß ist. Ein Rathaus 10er, 11er hat auch nochmal eine Riesenfalle mehr, also oder eine Riesenbombe mehr und hat ein paar Fallen mehr. Das reicht dann, um so einen 9er hier einfach mal in die Knie zu zwingen. Das ist einfach so. Das sind so dann die Kleinigkeiten bei Clash of Clans. Aber ich glaube, der Gara hat das hier ganz gut gemacht. Ich nehme den 1CK-Angriff hier jetzt mit rein, denn ich wollte euch heute einfach mal eine Infofolge da lassen. Denn wir sehen uns natürlich am Samstag, denke ich mal, im Livestream wieder. Ich musste hier so ein bisschen umbauen, das kann ich euch dann da vielleicht erzählen oder vielleicht auch in der Samstagsfolge, weiß ich auch noch nicht genau. Denn ich hatte die letzten zwei Tage hier richtigen Stress, muss ich sagen, mit Rechner, Emulatoren, Windows-Updates und was da noch alles zukam. Also es kam alles auf einmal und es kam alles richtig fett und ich hatte überhaupt Sorge, dass ich noch ein bisschen was aufgenommen bekomme. Auch die Dorfbesuchsfolge von gestern war grenzwertig, denn ich konnte nicht aufnehmen, weil meine Aufnahmeprogramme sich ständig geschlossen haben und von daher war das schon, jetzt bin ich gerade versprungen, hier war das schon ein bisschen grenzwertig, aber ich habe das alles noch irgendwie hinbekommen und heute Abend hätte ich fast verdattelt, hier die Angriffe bzw. die Info rauszuhauen, denn wie gesagt, ich packe euch mal die Discord Adresse unten bei mir mit in die Beschreibung rein und hoffe einfach, dass der ein oder andere da nochmal abends mit reinjoint und der ein oder andere hat ja jetzt auch mitbekommen, dass ich mich da abends mal gerne ein bisschen tummel, während ich so ein bisschen Clash of Clans spiele und es gab ja heute Abend auch einen kleinen Privat-Livestream von mir, da hab ich mal wieder ein bisschen was getestet mit ein paar Leuten, die mir dann gesagt haben, ja ist gut, kannst du so machen, denn ich musste so ein bisschen umbauen hier. Aber was das Ganze betrifft, das erzähle ich euch einfach in der Samstagsfolge, würde ich sagen. Ihr habt erstmal die Info. Ich packe euch die auch nochmal in die Beschreibung rein. Discord-Server in die Beschreibung. Community-Clan in die Beschreibung. Techform-Community-Clan in die Beschreibung. Ich hoffe, ich denke an alles. Und würde sagen, wir sehen uns Samstag in der Folge um 12 Uhr mittags. Bis dahin, euer Toto. Blätscht.